Die AfD macht ernst. Der Bundestagsabgeordnete Jan Nolte hat sich über eine Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Frömmrich, Dr. Sommer und Ravensburg aufgeregt. Da wurde mir unterstellt, ich würde also falsche Zitate dem Jan Nolte unterschieben. Ein Bundestagsabgeordneter, der sowieso so gut wie nie hier im Wahlkreis ist, in seinem Wahlkreis, das ist der Wahlkreis Waldeck, muss man eben auch, muss man sehen. Muss jeder selber entscheiden. Also, anlässlich des Besuchs oder des Wahlkampfs von Maximilian Krahl in Vöhl hatten die drei Landtagsabgeordneten Jürgen Frömmrich von den Grünen, die Claudia Ravensburg von der CDU und Dr. Daniela Sommer von der SPD eine Pressemitteilung geschrieben mit dem Titel Demokratie verteidigen. Die wurde natürlich auch auf EDR veröffentlicht und die war noch keine Viertelstunde online. Dann rief schon der Jan Nolte aus Berlin an, mit einem sehr unmöglichen Ton, mal nebenbei gesagt, und verlangte die sofortige Löschung des Artikels, beziehungsweise innerhalb einer Stunde. Ansonsten würde er rechtlich gegen mich vorgehen. Warum gegen mich? Nun, eine Eigenart von WordPress ist, dass der Autor immer der Inhaber der WordPress-Seite ist. Also unterstellt er mir, ich hätte ihm falsche Zitate untergeschoben, falsch zitiert. Nein, das Zitat war von Jürgen Frömmrich, bezog sich auf einen Beitrag in der Hessenschau, wurde auch in der Pressemitteilung entsprechend verlinkt. Und inhaltlich zeichnen die drei Landtagsabgeordneten voll für diese Pressemitteilung verantwortlich. So, das interessierte Herrn Nolte überhaupt nicht und er hat dann die Kanzlei Höcker in Köln mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Kam also die Abmahnung und die Unterlassungserklärung, die natürlich nicht unterschrieben wurde, und gegen die Abmahnung wurde Widerspruch eingelegt. Kam noch eine höhnische Antwort von diesem Rechtsanwalt Dr. Gräbing, laienhaft juristischen Ausdrücken oder was weiß ich, mit der ich da den Widerspruch eingelegt habe. Laienhaftes juristisches Verständnis. Anyway, auf jeden Fall habe ich da schon gar nicht mehr drauf reagiert. Und heute kam also vom Landgericht Marburg, eingegangen am 19.06., dass das Landgericht Marburg wohl entschieden hat, nun das Verfahren an einen Einzelrichter abzugeben, weil es weder von grundsätzlicher Bedeutung noch rechtlich irgendwelche Probleme zu machen scheint. Ja, nun warten wir eigentlich mal auf das weitere Vorgehen und dann werden wir sehen. Übrigens Jan Nolte, der AfD-Bundestagsabgeordnete Wahlkreis Waldeck, der so gut wie nie in seinem Wahlkreis bei irgendwas auftaucht, es sei denn, es ist eine AfD-Veranstaltung, der wird schon wissen, was er macht. Bis jetzt sieht es so aus, dass sich Nolte und seine Rechtsanwälte da doch eher auf dünnem Eis bewegen, das wird man sehen. Die drei Landtagsabgeordneten stehen jedenfalls voll zu ihrer Pressemitteilung und zu meiner Veröffentlichung. Soviel ich weiß, ist das auch in der lokalen Presse veröffentlicht worden, diese Pressemitteilung. Da traut man sich anscheinend nicht so richtig dran, denn da sitzen die Rechtsanwälte in München bei einer großen Verlegergruppe. Und so versucht man es halt beim vermeintlich
schwächsten Glied. Man wird sehen, was dabei rauskommt.